Auch wenn es auf der ISPO bei den Boardern traditionell am coolsten und heftigsten zugeht, auch diese Sportkameraden zieht es ins ruhige Backcountry. Da anscheinend immer mehr Snowboarder auch Touren gehen wollen, hat die Industrie reagiert. Immer mehr Firmen bieten Splitboards an. Es ist genannt Ultrasplit mit dem neuen Quicker-System. Da macht man den Sicherungshebel auf, die Bügel nach hinten, nimmt die Bindungen ab, runter, dann vorne und hinten, und Nose und Tail, quasi die Sicherungen weg, ziehen es auseinander. Dann hat man quasi seine beiden Tourenski. Tourengänger sind, zumindest aufwärts, eine langsame Spezies. In einem ganz anderen Geschwindigkeitsbereich befinden sich die Ski von Elan. Die Slowenen sind mit einer echten Innovation am Start. Erstmals gibt es bei Racern unterschiedliche Konstruktionen für linken und rechten Ski. Powerspine is new technology on race skis. Powerspine heißt unsere neue Technologie bei Rennskiern. Der Innenbereich der Skier ist härter, dank verstärktem Carbon. Deshalb kann man schneller fahren, hat besseren Grip und fühlt sich bei hohen Geschwindigkeiten sicherer. Pflicht hin oder her, auf der Piste gehört ein Helm auf den Kopf. Ausreden gibt es bald keine mehr. Das Angebot ist inzwischen riesig. Ganz nach dem Motto Ultraviolet Excluded hat Uvex ein Teil auf den Markt gebracht, das Maßstäbe setzt. Der Uvex 300 Visierhelm hat eben, wie der Name schon beinhaltet, vorne ein Visier dran. Das ist eine hauptsächliche Unterscheidung zu einem normalen Skihelm, der normalerweise mit einer Skibrille gefahren wird. Der Visierhelm an sich hat als Hauptmerkmal unten einen Schaum eingearbeitet. Das heißt, wenn man das Visier runtergeklappt hat, ist der Helm absolut zugfrei. Gadget-Freaks kommen an dem mit einem ISPO Award ausgezeichneten Modell Airwave von Oakley nicht vorbei. Infos wie Tempo, Uhrzeit oder SMS gibt es auf einem Minimonitor. Fraglich ist, ob ein Blick auf diese Daten nicht zulasten der Fahrsicherheit gehen. Auch Brille, auch Spielzeug ist die mit einer HD-fähigen Kamera ausgestattete Zeal Goggle. Die Jungs aus Boulder in Colorado fanden am Helm montierte Cams doof. Bei unserem Produkt geht es nicht um Adrenalin. Der Fokus ist die Familie. Es geht darum, all die wundervollen Momente, die wir haben, festzuhalten. Meine GoPro ist großartig beim Kajakfahren, Schnorcheln oder Fischen. Beim Skifahren oder Snowboarden einen Riesenteil auf dem Kopf zu haben, halten wir für uncool. Und wir sind doch in einer coolen Branche, oder? Bei dem laschen Winter, den München momentan zu bieten hat, vergisst man leicht, dass eine die Kälte doch noch packen könnte. Reusch setzt da mit einem Novum dagegen. Der reine Heimhandschuh von Reusch setzt das Prinzip der Bekleidung auf den Handschuhbau über und nutzt ein Schichtensystem, was man bisher nicht gemacht hat. Oldschool goes Funktions-Hightech. Und das im Handschuh. Nicht die einzige kluge Bekleidungsidee, die es auf der ISPO in München zu entdecken gibt.